Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. In der letzten Folge hat ein anderer Spieler eine Atombombe gezündet und ich möchte jetzt mal in die Einschlagszone reingehen. Guck mal, wie grün das hier ist. So ist. Okay, wir gehen da nicht rein. Eine Atombombe sollte es ja eigentlich nicht so grün aussehen. Glaube ich jetzt bei sonstiges irgendwas. Aber war schon cool, war schon cool. Ja, schade, ich dachte, wir können da einfach reingehen. Sammle und behalte die White Springs Holobänder. Ja, ich kann da leider nicht reingehen. Würde gerne. Das ist die Quest, die sich aktiviert hat danach. Okay, okay, ja, nee, ist okay. Oh Gott, die Radioaktivität hat sich ausgebreitet, oder? Sieht ein bisschen scheiße aus. Herdentrieb. Na gut, ich würde gerne mitmachen, aber es geht nicht. Gehen wir zum markierten Ort zurück. Wir werden früher oder später da noch ankommen, also wenn wir selber spätestens eine zünden, können wir das machen, aber ich brauche unbedingt Powerrüstung und ich muss strahlungsresistent sein und alles. Aber gut, dann wissen wir jetzt wenigstens, worauf wir hinarbeiten. Ach du Scheiße. Wie da einfach so eine Mauer entsteht, da kann man ja nicht mehr reingucken. Oh, oh. Mir geht's nicht wirklich gut. Muss mir erstmal ein bisschen Railway reinziehen. Oh Gott, ich habe mich fast selbst umgebracht. Na gut, ziehen wir uns ein bisschen Wasser rein. Ups, das war einer zu viel. Und ein bisschen fleischy, fleischy. Okay, und den Rest füllen wir damit auf. Du hast dich mit Ruhe infiziert. Nein! Ich schon wieder. Scheiß Ruhe. Quantumbär. Umrammer. Kartoffelchips in der Dose? Ein Strick? Soll das ständig mit diesem Wind spielen? Ich finde das sehr ein bisschen nervig. Oder soll das darauf auf irgendwas hinweisen? Rezept: Eichhörnchen-Eintopf. Nächstmal Granate brauche ich jetzt nicht unbedingt. Blutkäferfleisch kann man mitnehmen. Aluminiumader. Und ich bin überladen. Aber wir haben sowieso aus Versehen einen Vorschlaghammer mitgenommen. Daher was. Ja, finde ich aber cool. Guckt es euch an. Immer noch alles benebelt. Mein erster Atomschlag. Nett, wie grün das da alles war. Oder ist. Seltsamerweise ist. Na gut. Gehen wir zu unserem markierten Ort. Ist ja da, wo wir überhaupt hin wollten. War jetzt ein guter Zufall, dass ich schon mal in der Nähe war. War jetzt. Na gut, ich muss da nochmal kurz schnell reisen, aber einmal hin. Hier ist nichts. Ah, ich wollte dahin, aber da ich da keine Markierung hinsetzen konnte, habe ich den doch daneben gesetzt. Ich weiß es wieder. Ja, gut. Ich bin wieder da. Hey, du lebst ja schon wieder. Faszinierend. Du auch nicht. Na gut, jetzt bin ich überladen. Shit.
Werkbank hatten wir hier nicht zufällig, ne? Na, die Wackelpuppe ist zurück. So, hier war irgendwo ein Tresor. Muss gewesen sein. Fatman. Ein Kopf. Ein Messer. Okay. Ach, da ist der Tresor. Den wollten wir öffnen. Ach ja. Macht so viel Spaß, die Tresore zu öffnen. Ist auf jeden Fall viel besser als hacken. Schicke Haarbürste, technische Daten. Räderrüstung. Ja gut, dann entledigen wir uns halt irgendwas. Oh, ich habe noch eine gute Impro-Pistole bekommen. Der Gewehr. Ja, so sind immer diese Taste drücke. So. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt trage ich sogar noch mehr. Habe ich Buffhaut dabei? Oder irgendwas, was mir Stärke gibt? Beweglichkeit gibt mir aber keine Tragelast, oder? Nö. Ich wollte es testen. Ist hier sowieso nichts, was das verbessern würde. Buffhaut. Immerhin schon ein bisschen. Red Axe hätte ich mir reinziehen können, aber 200 Strahlenresistenz hätte mir, glaube ich, auch nicht geholfen. Stärke. Und dürfte eigentlich schon reichen, um das Ganze nach Hause zu schleppen, ne? Oh. Müssen wir nur ein bisschen was Kleines loswerden? Was haben wir hier an Schrott? Kommt der Bär, Knochensplitter, goldene Gabel, geformtes Plastik, Silber, irgendwas. Vorkriegsgeld. Ja. Hat doch schon gereicht. Na gut. Werden wir kurz mal unser Zeug los. Und dann müssen wir hier jetzt eh zurückkehren, ne? Ja, schade. Ich hätte gerne damit gemacht. Das geht ja nicht. Das geht nicht. Leute. Bitter. Gemein. Frechheit. Naja, aber ich würde sagen, in dieser Aufnahmesession sind wir recht weit gekommen. Wir haben eine Atombombe gesehen. Da hätte ich irgendwie letzten Wochen mal wieder öfters länger aufgenommen, so wie heute. Hätten wir es wahrscheinlich auch schon mal erlebt. Ich bin ja direkt wieder vom Server gegangen nach einer Folge. Die letzten Wochen. Und das ist hier so neblig. Deswegen ja der Atombombe, ist die hier hochgeflogen? Ich weiß es nicht. Einfach verdammt neblig. Die ist hier bestimmt irgendwo gestartet. Okay, so. Stufe 50. Stechendes Magazin. Kleines Bajonett. Das was für ein Arsch. Kurzes Aufklärungsziel für ein Rohr, auch für einen Arsch. Ausgleichlinse, keine Ahnung, was das ist. Solider Schuss. Kompensator. Präziser Verschluss. Solider Griff. Standardautomatiklauf.
Na gut. So viel dazu. Raider, rechtes Bein. Cool, können wir entsorgen. Nichts bekommen. Geil. Man findet so selten Rüstung, weißt du, und dann bekommt man nichts dafür. Toll. Und ich kann höchstwahrscheinlich nichts hier einlagern, ne? Naja. Gut, wir müssen Waffen wegnehmen. Gut, Vorschlaghammer, du bist schon mal weg. Komm, Kampfflinte. Pistole können wir rausnehmen. Das können wir leider nicht kaputt machen. Das müssen wir leider behalten. Oder fallen lassen. Komm, weg damit. Das finden wir eh nochmal, also ganz ehrlich. Den ganzen Scheiß finden wir eh nochmal. Außer die 44er, die behalte ich mal. Und den behalte ich auf jeden Fall auch. So. Den Rest werden wir einfach entsorgen. So. Optimierter Automatikverschluss. Stabilisierter, abgesägter Lauf. Ein wuchtiger Griff. Und das weiß ich schon. Aber ich wette, ich kann eins dieser hochwertigen, die wir gerade freigeschaltet haben, da irgendwie in die neuen Sachen reinmachen. Durchdringend, oh. Nein. Na gut. Zumindest können wir jetzt unsere Pumpgun aufwerten. Ach, das wollte ich nicht. So. Wir haben hier die Auswahl zwischen verbesserte Präzision aus der Hüfte, erhöhter Schaden. Oder verbesserte Feuerrate, erhöhter Schaden. Feuerrate ist natürlich nicht schlecht, aber ich glaube, Präzision ist besser. So, was können wir hier verbessern? Wir können die Reichweite verbessern. Wir haben momentan eine Reichweite von was? 18. So, wir hätten überlegen in Reichweite und Rückstoßdämpfung. Überlegene Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte. Überlegene Reichweite, verbesserte Rückstoßdämpfung für verbesserte Präzision. Oder überlegene Reichweite, ja gut. Ich glaube, da tendiere ich. Nur ist dasselbe, oder? Machen wir mal unsere Schrotflinte richtig schön lang. So. Was haben wir hier denn noch? Überlegene Präzision. Nahkampfschaden brauchen wir nicht. Ja, hier kommt. Visier brauchen wir auch gar nicht. Shiny Depth haben wir schon, Lackierung geht auch nicht. Okay. Alles nochmal reparieren. Ja, cool. Und Rüstungswerkbank, ja, da können wir sowieso noch viel machen, ne? Ich habe keinen Kleber mehr. Also ich kann auch nichts mehr reparieren, wa? Naja, wir haben ordentlich was damit gemacht mit unserem Stuff. Also, es war nicht komplett nutzlos. Jetzt haben wir auch diese wunderschöne Pumpgun. Alter, wie heftig. Geile Nummer. Wie, du bist schon wieder kaputt. Habe ich mittlerweile bessere Geschütze am Start? Immer noch nichts. So lange spiele ich schon hier, weißt du, und ich. Ach, Verteidiger, ach Gott. Deswegen. Weiß nicht, ob ich für den Scheiß überhaupt irgendwie mein Level abmachen sollte. Na gut, na gut. Gehen wir mal dahin.
So. Missionsauswahl. Das Schwert von Bastet. Okay. Wo kann ich jetzt die Sachen ablegen? Das Schmieden einer Legende. Verwende den Hersteller. Achso. War der hier? Ach ne, da kann ich doch gar nicht rein. Da muss ich wahrscheinlich erstmal die Leiche finden von der einen. Na, ich will nicht diese scheiß Anleitung anhören. So. Phantomgerät. Analysator haben wir. Kann ich den denn herstellen? Der ist schon Bastet. Historisches Schwert und Schwung. Okay. Jagd auf Schatten haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Was war das andere, was wir hergestellt haben? Holen uns mal direkt die andere Quest noch. Die Stimme von Z. Okay, prototypische Probleme. Suchen, finden, töten. Die Stimme von Z. Die Herrin der Mysterien ist keine Scharfschützin. Und sie ist kein Silver Shroud, der sich mit Maschinenpistolenfeuer mitten ins Getümmel stürzt. Aber sie trägt eine Pistole. Ein Werkzeug wie jedes andere auch, das sie einsetzt, wenn die Situation es erfordert. Der bekannte Revolver der Herren war die Stimme von Seth. Er besaß eine Reihe von Fähigkeiten. Ganz ehrlich, er konnte das, was immer die Autoren gerade brauchten. Dazu habe ich eine Menge Briefe erhalten. Aber für uns ist diese Vielfalt essentiell. Wir brauchen Werkzeuge, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Deine Mission besteht darin, unsere Optionen zu erweitern. Kryptos hat Hinweise zu mehreren Waffenprototypen, die sich vor dem Krieg in der Entwicklung befanden. Du musst einen davon besorgen. Bring Frederick die Pläne. Mal sehen, was er damit anstellen kann. Er erstaunt mich immer wieder. Okay. Die Stimme von Seth. Die Herren der Mysterien. Das Schwert von Bastet. Im Kampf hat die Herrin der Mysterien auf ihr Tempo, ihre Beweglichkeit und ihr Kampfkunsttraining vertraut. Auch das Schwert hat sie genutzt. Viele Jahre lang war das Schwert von Bastet ihre bevorzugte Waffe. Eine legendäre, von Held zu Held über die Jahre weitergegebene Klinge. Die Zeit ist gekommen, dir dein eigenes Schwert zu verdienen. Abgestimmt auf deine Haltung, deine Stärke und deinen Kampfstil. Zuerst musst du ein Schwert von historischer Bedeutung finden. Diese Symbolik ist wichtig, da du es respektvoll behandeln wirst. Kryptos dürfte einige Hinweise haben. Danach musst du einen von Fredericks Schwunganalysatoren an deiner Klinge anbringen. Der Analysator sammelt Daten über deine Haltung und deinen Schwung, wenn du das Schwert gegen verschiedene Feinde einsetzt. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, müsste Frederick aus deinem Schwert eine Waffe machen können, die der Herrin der Mysterien würdig ist. Okay. So, Datenbankanfrage. Waffenforschung. Sugar Grove. Okay. Und historisches Schwert. White Spring Personaleingang. Ich schaffe ein historisches Schwert. Na gut. Jetzt lass mich endlich durch. Dann werden wir genau das suchen, was uns gesagt wurde. Na, ist hier jemand? Nein, finde ich gut.
Ich gehe einfach hier raus. Ich nehme den richtigen Eingang. Wieso soll ich immer den Hintereingang benutzen? So, wo muss ich denn hin? Ich wusste es. Ich wusste es. Da können wir momentan nicht hin. Das war so klar. Na gut. Gehen wir da hin. Ach komm. Wir sind hier. Wo kann ich jetzt? Ja, das ist natürlich kacke da, ne? Komm ich natürlich nicht hin. Na gut. Ist eh jetzt die letzte Folge, die ich aufnehmen werde. Deswegen, beim nächsten Mal können wir da hin. Ist natürlich gemein, ne? Dass man da genau da nicht hin kann. So, da liegt ein Leiche auf dem Boden. Hab ich die da platziert? Kann gut sein. Nicht mal um die Ecke gehen darf man. Ach, ich weiß, wo wir sind. Kann ich nicht mal sehen? Mutantbiest, weißt du was? Freut euch eures Lebens. Guck, wo soll ich hin? Ich bin da mal weg. Darauf lasse ich mich nicht ein. Gut. Ja, so schade, dass ich diese Quest nicht machen kann. Aber ich kann sie ausmachen. Schade. Schade, schade, schade. Aber eines Tages können wir es definitiv machen. Ich weiß zwar noch nicht, wie sie das Endgame-Content hinkriegen wollen, weil PvP ja irgendwo keine gute Sache ist. Aber wir werden sehen, was sie draus machen, ne? Bis wir beim Endgame sind, Freunde. Dafür gehen noch ein paar Wochen. Vielleicht sogar Monate. Von daher mache ich mir da jetzt noch keine Sorgen. Daran wird sich das Endgame definitiv geändert haben. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass ich den Mottenmann nicht mehr sehe. Plötzlich steht er da und greift mich an. Das wär's. Ah, es tut so gut, euch einfach fertig zu machen. Okay. Schön für dich, Ameise. Kommt einfach so eine einzelne Ameise. Ich hätte gedacht, wo eine Ameise sind, sind auch mehr Ameisen, aber offensichtlich nicht. So, wir haben auch gleich unsere ganze Munition verballert, die wir am Anfang meiner Aufnahmesession quasi gesammelt haben. Du bist eine verdammt große Maulwurfsratte. Brutmutter. Erlöse mich von dem Bösen. Zwei Treffer bei Tide.
Habt ihr das gesehen? So machen das Profis. Ich wollte es mal gesagt haben. Also solltet ihr mal Probleme haben, ruft mich. Ich regel das schon. Schlag nämlich den Computer einfach zu Brei. Dann geht das schon. Wie Schlüssel erforderlich. Wollt ihr mich verarschen? Wie? Ich bin hier falsch. Wie Schlüssel erforderlich. Wie soll ich denn die Quest lösen? Ich schaue mich hier nochmal um. Wenn ich keinen Schlüssel finde, dann... Was soll ich da machen? Aber ich glaube, wir werden das Ganze einfach auf einen anderen Tag verschieben. Eine neue Folge. Voller Elan und vielleicht Schlüssel. Ich höre es wieder. Vielleicht sollten wir da nochmal noch kurz nachgucken. Hi! Ich hab das Piepen gehört. Schlüssel? Ja, hört ihr das? Ich sollte jeden Code mitnehmen, den ich finden kann. Mittlerweile höre ich ihn leider nicht mehr. Ich muss auch irgendwie hochkommen. Reicht das schon? Es muss also aus der Richtung kommen. Keine Ahnung. Ist das irgendein Viech, was hin und her fliegt? Ich weiß es nicht. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns einfach dann morgen wieder frisch und munter hier vorne. Und dann vielleicht finden wir dann irgendwie einen Weg. Haut rein, euer Zero. Tschüss.